Weiter geht's im Reich der Aquaristik. Schön, dass du heute dabei bist. Und ich hoffe, du nimmst dir die Zeit und guckst den Film bis zum Ende, denn es gibt immer irgendwas vielleicht Überraschendes. Aber als allererstes werden wir mal hier unsere Pflanze gießen. Und zwar gieße ich das nicht oben rein, sondern hier in den Untersetzer. Ganz einfach, weil das mineralische Substrat das Wasser aus dem Untersetzer dann raussaugt. Ich kippe das jetzt so lange nach Möglichkeit, bis es voll ist. So, jetzt ist es voll und jetzt warte ich einfach, und wenn das wieder abgesogen, weggesogen ist, dann gieße ich noch ein bisschen nach. Ja, so laufe ich nicht Gefahr, dass mir das überläuft. Deswegen, ne, das war nur kurz am Rande erwähnt. So, wenn heute, und pass auf, von gestern an, da warst du nicht dabei, habe ich auch nicht gefilmt. Ich habe gestern groß Wasserwechsel gemacht bei den großen Becken überall. Und ich habe angefangen zu düngen gestern am 7.1. So, heute ist der 8.1. übrigens, heißt, wenn du filmen siehst, wird der 9.1. sein. So ist das, ne? Das heißt im Klartext, ich habe gestern Eisen gedüngt mit Mikronährstoffen und heute ist NPK dran. Ich mache es sonst gleichzeitig, aber ich habe mir gedacht, jetzt mache ich das einen anderen Tag, nur eben, damit ich dir nochmal kurz zeigen kann, wie ich das mache, denn so oft machen wir das ja gar nicht. Und von daher kannst du das heute nochmal ganz kurz mitnehmen. Wann haben wir das letzte Mal gedüngt? Am 14.12. Heute ist der 7., nein, gestern war der 7.1. Ja, also das heißt im Klartext, das wären 17 und 7 sind 24 Tage, ne? 24 Tage. Ja, also nach über 3 Wochen erst wieder. Und minimalistisch düngen wir, wie wir das wissen, ne? Warum dünge ich? Ganz einfach, weil hier unten das Becken mir das gezeigt hat, dass es doch mal wieder an der Zeit ist. Und ich dünge dann alle Becken durch. Komplett alle, außer halt die kleinen Quartiere, in dem Sinne, wo es nicht notwendig ist, die Pflanze zu versorgen. Da mache ich das dann nicht. So, das kurz angetigert. Ich werde Werte heute auch wieder checken, gemeinsam. Nehmen wir dann einen Schnelldurchlauf wieder mit, wie letztes Mal auch. Ne, also müssen wir nicht ganz dabei sein, aber so das eine oder andere, was sich halt so zeigt, entwickelt, gebe ich euch jetzt mit. Der Dreiertrupp übrigens, den wir rausgeholt haben, von den Galaxy Pint Red aus dem ehemaligen Philodendron Malay Becken, Malay Gold. Ne? Da sind, also wie gesagt, waren 3, jetzt sind es leider nur noch 2, aber Gott sei Dank die Eiertante, die ist auf jeden Fall noch da. So, und die sind nach wie vor in ihrem Quartier, wo wir sie gemeinsam reingepackt haben. Da sieht es auch gut drin aus. Ich habe einmal einen ganz kleinen Wasserwechsel gemacht zwischendurch und mehr jetzt auch nicht. Also man muss da nicht wirklich ständig Wasser wechseln, sondern wir wissen schon bei den Becken, auch bei den kleinen, wenn es läuft, dann läuft es, dann sollte man nicht zu oft eingreifen, denn da richtet man mehr Schaden an tatsächlich, als es hilft. Ne? Denn ja, ist so wie es ist. Blau. Lava palava palim palim. Oh mein Gott. Ja, heute, wie gesagt, sind die kleinen Becken dran. Ich setze erstmal das Wasser auf, also mineralisiere das auf, damit ich nachher zügig arbeiten kann. Zwischendurch mal. Ja, okay. Ein Baby ist hier. Na, es gibt noch mehr Babys, aber eins habe ich jetzt schon mal drauf, dass ich es euch zeigen kann. Bei den Galaxy Pinto Red. Hier gab es ein ganz merkwürdiges Verhalten gerade. Und zwar ist hier ein Tier, ich weiß jetzt nicht, ob ich es wiederfinde, die war ziemlich blass gewesen. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Und manche Tiere haben auch ein ganz komisches Verhalten gezeigt. Ja, was heißt komisch? Irgendwie, wie soll ich das sagen? Schwer zu erklären. Auf jeden Fall anders als sonst. Anders kann ich das jetzt gerade nicht sagen. Ich versuche sie zu finden oder die Garnele zu finden, die jetzt ein bisschen blass war. Es wird wohl voraussichtlich, da hinten sehen wir eine Haut, eine Garnele nach der Häutung gewesen sein. Aber ich habe mich voll erschrocken. Weil, ja, ich habe es jetzt so auch noch nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich, dass ein Tier so blass sein kann, so wie die hier vorne. Lass mal, kriegen wir die ein bisschen näher dran. Ups. Ja, nicht wirklich. Also hier war eine, die war richtig blass gewesen. Ich sehe sie jetzt aber auch nicht mehr. Oder die hat sich schon umgefärbt, kann natürlich auch sein. Ja, okay, aber das mal kurz mitgenommen. Ich habe mich da echt erschrocken und dachte mir jetzt, check's mal ganz schnell, was Sache ist, ne? Ja, so kann das manchmal gehen. Okay, aber ist alles in Ordnung. Also wir haben kein Ammonium, kein Nitrit, kein Nitrat, alles okay. Ja, aber vielleicht ist auch irgendwas anderes passiert. Deswegen, aber macht sich da echt Gedanken sofort. Du, sag ich dir, da kriegt man so, ich will nicht sagen Panik, aber Angst. Ist so, da kriegst du echt Angst, ne? Und ja, erstmal abwarten, würde ich sagen, weiter beobachten. Ja, also, dann habe ich natürlich auch gleich pH-Check, ne, eins nach dem anderen, immer sofort gucken, was Sache ist, ist okay, wir liegen knapp bei 6, Mikrosiemens werden wir eben checken. Ja, das sind so Sachen, wenn irgendwas passiert, dann erstmal kontrollieren, ne, bevor man eingreift, sind wir bei 200, 230, Pi mal Daumen, das ist also okay, da wollen wir nicht meckern.
Ja, okay, also dann ist doch alles in Ordnung. Ich hatte echt das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, weil eine Garnele hatte die eine auch gepackt und die konnte nicht mehr so richtig schwimmen. Da dachte ich mir, oh mein Gott, was ist mit der denn los? Ne? Ah, okay, alles in Ordnung. Es wird wohl das Weibchen gewesen sein, was ja, die Junge in dem Sinne entlassen hat und sich gleichzeitig gehäutet hat. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, okay, muss ich auf jeden Fall weiter beobachten. Immer schön Auge drauf schmeißen. Dann haben wir noch einen Behälter stehen, falls ihr daran erinnert, hier haben wir Osmosewasser mit Calciumcarbonat. Ganz einfach, um mal zu checken, wie sich die Werte so entwickeln. Vielleicht kann man es erkennen. Jetzt spiegelt das natürlich wieder. Da unten liegt noch, jetzt kann man es erkennen. Da unten liegt noch ein bisschen Calciumcarbonat tatsächlich auch rum. Ne, ist also gesättigt. Das Ganze hat jetzt einen pH-Wert von 8 und Mikrosiemenswert von, dass wir das auf jeden Fall schon mal mitnehmen, knapp 180 Mikrosiemens. Ne, also wir sehen Calciumcarbonat. Gibt auch einen Leitwert, dass wir das schon mal auf jeden Fall wissen. Ne? Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Ja, okay, also doch alles in Ordnung. Auch da sehen wir ein kleines Baby. Ich kann das kaum stille halten. Wunderschön blau. Ja, das wird ein spannendes Projekt auf jeden Fall. Denn wir wissen ja, wir haben hier einen sehr hohen pH-Wert drin. Aber schön zu sehen schon mal, dass Babys da sind. Dann können wir auch in der hinten auch an der Wand. Kannst du ihn erkennen? Da hinten, da. Guck mal da. Da ist auch ein Baby. Ja, dann können wir jetzt mitnehmen in Zukunft, wie das mit dem Becken hier läuft. Ne? Aufwuchs, nein, nicht aufwuchsmäßig, sondern ja schon aufwuchsmäßig mit den kleinen Babys, wie sie sich hier entwickeln bei den Werten, die wir halt gegeben haben. Ne? Auch die Schnecken interessanterweise wachsen hier in dem Becken wesentlich besser, muss ich sagen. Also, die sind um einiges größer als in den anderen Becken. Das ist schon mal sehr interessant auf jeden Fall. Mal gucken in der ganzen Thematik, wie sich das dann entwickelt hier im Becken, abgesehen jetzt von den Algen. Ich hatte schon mal so ein bisschen gestern noch rausgenommen, zum Glück. Denn jetzt kann ich das nicht mehr oder nur akribisch aufpassen. Das, denn wenn da Babys drin sind, dann wickeln wir die mit auf und raus und das wollen wir natürlich nicht. Von daher muss man dann da schon sehr aufpassen. Ja, okay. Das mal kurz mitgenommen hier aus dem Becken, dass also jetzt auch tatsächlich die ersten Babys da sind. Dann kommen wir jetzt eben zum Düngen. Oh, ich bin immer noch aufgeregt. Also wenn ich was sehe, was nicht normal ist, dann bin ich immer aufgeregt. Ist so, ne? Also ich habe hier meine Spritze und dann gehen wir jetzt einfach mal hier 1, 2, 3, ein hier, 4 und ein da hinten. Blub, 5 Tropfen, ne? Pi mal Daumen 6. So, und das mache ich jetzt bei allen Becken hier. Und bei den kleineren, warte mal, hier kommt auch rechts auch was rein, ne? Nicht das linkste käme nichts rein. So, auch bei den Fischis kommt was rein, auf jeden Fall, denn auch hier sollen die Pflanzen wachsen. 1, 2, 3, blub. Pi mal Daumen 3 Tropfen ungefähr. So, die beiden muss ich mir jetzt merken, weil ich werde sie gleich alle düngen, dass ich auch weiß, wer jetzt schon was hat und wer noch nicht. Übrigens auch hier bei den filterlosen Aquarien, ne, wo einfach das Wasser nur drin steht. Ne, also nichts, Filter, wo nichts. Auch hier kommt was rein, aber auch nur wenig. Ne. Hier kommen jetzt 2 Tropfen, 1 und da hinten noch 1, 2 Tropfen. Ne, das ist vollkommen ausreichend. Die kleinen Boxen hier, die bekommen nichts. Die sind ja nur zur Aufzucht. Hier oben können wir auch mal 2 Tropfen reingeben. 1, 2. Hier auch, aber ja gut, jetzt mache ich es einfach, komm, ist egal. 1, 2 Tropfen, ne, Pi mal Daumen. Mehr kommt da nicht rein. Ne? Und das eben auch nicht jede Woche. Wann ich es mache, zeige ich dann dementsprechend. Ne? Dass wir das mal kurz mitnehmen. Dass wir auch schon düngen, aber eben minimalistisch. Und bis dato, ja, läuft das richtig klasse, muss ich sagen. Außer, dass wir jetzt hier tatsächlich in der langen Zeit mal Mangelerscheinungen haben. Ne? Habe ich ja gerade schon mal gezeigt. Ich habe übrigens ein Tier gerade separiert. Das ist jetzt hier drin. Weil, ja, das wurde angegangen und lag auch schon auf dem Rücken. Und deswegen habe ich den da erstmal reingepackt, dass wenn er sich noch erholen kann, dann in Ruhe sich erholen kann. Aber ich gehe davon aus, dass er es nicht schafft. Aber das ist ab und zu ist das halt, ne? Kommt das schon vor. Aber das ist halt jetzt halt so eine Sache. Jetzt habe ich hier gesehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann das auch noch gerade. Da dachte ich mir, okay. Aber wie gesagt, also Stickstoffkreislauf ist okay. Das kann höchstens sein, wenn denn jetzt irgendwas ist, dass ich irgendwie missgebaut habe. Aber ich kann jetzt mich nicht wirklich festlegen, auf was. Ne, deswegen, ich beobachte das jetzt aber akribisch. Das Einzige, was ich machen kann, eingreifen, Hälfte Wasserwechsel dann, wenn denn. Aber ich beobachte das jetzt noch, bis noch einige Zeit zugange heute hier gemeinsam. Von daher, so, dünge ich jetzt erstmal zu Ende, dass ich langsam vorwärts komme. Denn ich wollte ja die kleinen Becken heute Wasserwechsel machen. Das war da. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, wo ist das hier?
Da ist jemand auf der Suche. Hier vorne liegt das, da. Da ist Futter. Oh, gefunden. Geht doch. So, okay. Oh, pH-Wert ist jetzt hier bei 8,7. Ich habe hier Wasserwechsel gestern gemacht, allerdings mit dem GH Plus und nicht mit dem GH und KH, weil eben die Carbonate, also der pH-Wert so hoch war, ne? Lagen wir bei 9. Und da habe ich gedacht, dann nimmst du mal für Weichwasser und jetzt sind wir tatsächlich unter 9 gekommen, bei 8,7. Das mal kurz am Rande mitgenommen. Ich werde das jetzt auch noch so beibehalten mit dem Wasserwechsel einmal wöchentlich hier. Normalerweise mache ich das nicht bei den Neocaridinen einmal wöchentlich, aber in dem Zuge jetzt schon, um mal zu gucken, ob ich den pH-Wert noch ein kleines bisschen runterkriege und dann Calciumcarbonat dazugeben kann. Weil in der Thematik möchte ich auch mal langsam ein bisschen weiterkommen. Könnte auf jeden Fall interessant sein. So, wir gucken hier nochmal kurz rein. Gefüttert habe ich jetzt gerade. Aber ich muss sagen, so wirklich Hunger haben sie nicht. Also das Becken macht mir gerade ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, weil normalerweise ja, sind sie doch schon ziemlich aktiv, wenn es Futter gibt und heute irgendwie schlafmützenmäßig, irgendwas stimmt hier nicht. Entweder sind sie überfressen oder die haben wirklich ein kleines Problem, wo ich jetzt aber noch nicht weiß, was Sache ist. Ist so, ne? Weil man kann nicht überall reingucken. Und wer weiß, welcher Fehler hier mir passiert ist, weil das ist jetzt wirklich nur bei dem Becken. Wenn das jetzt bei allen Becken wäre, dann würde ich sagen, oh, irgendwas ist tatsächlich irgendwie vielleicht Osmoseanlage kaputt oder weiß der Geier was, ne? Weiß man ja alle nicht, kann ja auch mal passieren. Aber alle anderen Becken ist okay. Nur eben hier, das ist mir jetzt echt ein bisschen sehr, sehr suspekt und das bereitet mir auch ehrlicherweise Sorgen. Auch hier alles okay. Okay, wir gucken mal eben, wie die Werte aussehen hier. Das ist okay. Ammonium, Nitrit, Nitrat, alles okay. Das ist jetzt bei unserem Becken, was wir einfahren. Das ist jetzt eine Woche her tatsächlich. Und das werden wir immer wieder mal checken, so alle 2-3 Tage, ob dann irgendwann ein Nitritpeak auftritt. Weil das ist jetzt so ein Projekt, wo wir das wirklich dann ja, begleitend sehen können, was da tatsächlich passiert. Übrigens, den Einwanderer habe ich letztens nicht rausgefangen. Ich hatte es vergessen, nachdem ich gefilmt hatte. Oder beim Filmen dann komplett vergessen. Und der läuft hier noch irgendwo rum. Aber ich habe noch nicht gesehen jetzt. Ich habe nämlich gerade gefüttert, aber die sind wohl irgendwie mit dem Futter abgehauen. Ne, da sitzen sie. Ja, ich sehe die mal schlecht. Ist ein bisschen schwierig drauf zu kriegen, weil das hier halt so gewölbt ist. Ne? Bei Gelegenheit werde ich noch mal ein bisschen Sand auffüllen, dass der Grund ein bisschen höher kommt. Na, machst du in da Verstecken spielen? Okay. Ja, also hier ist alles okay soweit. Hier werde ich gleich auch noch mal die Werte checken. Das machen wir auch hier regelmäßig, ne? Weil im Prinzip befindet sich die Klamotte ja auch noch in der Einfahrphase. Obwohl es eigentlich bald rum sein sollte, aber hier konnte man noch keine Werte feststellen. Deswegen mache ich auch hier noch momentan ja, einen Routine-Check alle 2-3 Tage, um mal zu gucken, ob es tatsächlich noch einen Nitrit-Peak hier gibt oder nicht. Oder ob das hier tatsächlich so okay ist. So, Justav, wie geht's dir? Das werde ich nicht vergessen hier. Alles klar bei dir? Ja, du kriegst gleich auch noch mal ein kleines bisschen Futter, aber nicht viel. Ein kleines bisschen, denn die meisten Garnelen sind raus hier mittlerweile. Ich sehe jetzt auch gerade keine. Und von daher, ja doch, da ganz hinten ist auch noch eine. Ja, okay, habe ich doch noch nicht alle raus. Der reagiert übrigens auf mein, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Auf das Ding hier. Da reagiert er drauf. Das werden wir jetzt natürlich nicht sehen, weil ich dann die Kamera davor halte. Weil wenn er das Ding rumzappeln sieht, dann, siehst du, da, guck mal. Hast du das gesehen? Krass, ne? Das liegt jetzt wirklich nur an meinem Reißverschluss hier. Vermutlich, weil der leuchtet. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ist schon krass, ne? Aber ich muss doch mal gucken, ob ich einen kleinen Spiegel bekomme. Dass ich das Kärtchen mal trainieren kann. Er wartet jetzt auf Futter. Oh mein Gott. Ich bin ständig am Hin und Her überlegen und ich komme hier nicht weiter. Also mit meiner Arbeit. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Pass mal auf. Also, die sitzen zwar hier rum. Und fressen auch, aber irgendwie nicht so, wie ich das von sonst kenne. Also irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich glaube, ich werde hier nochmal Wasserwechsel machen tatsächlich. Jetzt, ja, ich mache eine kurze Pause, gucke dann nochmal und dann werde ich mich entscheiden. Wir sind mal kurz bei diesem Becken filterlos. So, meine Aufregung legt sich so langsam. Ich habe eine längere Pause gemacht, auch mal einen Film wieder geguckt von jemand anderem.
auf YouTube. Sollte man zwischendurch auch mal machen. Also ich meine, ich, ne? Das meine ich damit. So, also, hier ist alles soweit okay. Babys habe ich jetzt nicht gecheckt, weil da muss ich jedes Mal suchen. Das dauert mir zu lange. Aber ich wollte es einfach nochmal gezeigt haben. Denn das Ding läuft ja filterlos. Ohne Strömung. Ne? Normaler Wasserwechsel-Return, also bei einer Woche ungefähr. Das Ganze läuft seit dem 5.4.23. Wir hatten sie vorher in einer kleinen Box gehabt, falls du dich noch dran erinnerst, ne? Anfangs, als sie noch ganz klein waren. Und dann haben wir sie umgesiedelt hierhin. Und das müsste einen Monat später oder so gewesen sein, so um den Dreh. Da hatte ich zu der Zeit auch noch alles aufgeschrieben, also Wasserwechsel. Jetzt übrigens nicht mehr, im Moment, ich habe mal eben den Zettel in die Hand. Jetzt das letzte Mal habe ich aufgeschrieben am 27.11., nee, 14.12. 14.12. habe ich das letzte Mal aufgeschrieben. Ich schreibe es jetzt übrigens nicht mehr auf, wenn ich Wasserwechsel mache, weil ich das jeden Sonntag mache. Jeden Sonntag, beziehungsweise Montag, weil jetzt haben wir Montag, jetzt sind die kleinen Becken dran. Das sind halt diese, ne, die sind jetzt heute dran. Eigentlich, ich hoffe, ich schaffe das noch, denn wir haben schon, glaube wieder Mitternacht. Aber egal, wenn nicht, dann mache ich halt die halbe Nacht mal wieder durch. Ist manchmal so, ne? Dann habe ich auch irgendwie die meiste Ruhe. Aber schon interessant zu sehen, wie lange dieses Projekt jetzt schon läuft. Ne? Also es ist grandios. Also man mag es nicht glauben, es funktioniert. Aber nach wie vor müssen wir gucken, wie das dann vermehrungstechnisch aussieht, ob das dann auch gut funktioniert oder nicht. Aber das ist eine andere Sache. In der Haltung auf jeden Fall komplett ohne, ne? Ohne Heizung, ohne alles läuft. Richtig klasse, dass das wirklich funktioniert, auch bei den Karegina. Also ist schon grandios. Ja, okay, dann gucken wir mal eben drum bei den... Ja, hier können wir auch mal kurz gucken, alles okay, ne? Auch hier filterlos. Ich meine, seitdem wir das hier gelernt haben bei dem Becken, haben wir es nur öfters schon gemacht, auf verschiedenste Arten und Weisen, auch mit Schnellstarts tatsächlich, auch hier Schnellstart damals. Also es ist grandios, ne? Man weiß, wie es geht, überhaupt kein Problem. So, aber muss ich in die Materie einarbeiten, ne? Ist so. Dann gucken wir jetzt nochmal hier bei meinem Schockbecken heute. Das sieht dann doch eigentlich okay aus. Also, ich weiß nicht warum, vorhin irgendwie sahen die alle ein bisschen blasser aus. Also, ob die geschockt waren von der Häutung und von der ganzen Aktion selber hier, ich weiß auch nicht. Aber jetzt ist okay. Jetzt laufen sie normal rum, würde ich sagen, fressen auch tatsächlich gemächlich. Gut, die bekommen ja jetzt gut Futter in letzter Zeit. Also von daher, ja, habe ich mich jetzt auch wieder beruhigt und das ist halt so, wie das ist. Der eine oder andere ist halt eben auch mal satt, dann ist das nun mal so. Ne? Aber ist auch ganz gut, dass das so ist, weil dann können die Babys natürlich auch wesentlich besser durchkommen. Auch wenn ich jetzt gerade kein Baby sehe, aber ist auch nicht so schlimm. Aber das ist so, wenn ein Baby im Anmarsch sind oder da sind, dann guckst du ständig nach. Ist so, ne? Da hast du für nichts anderes mehr Augen. Dann guckst du immer nur nach den Babys. Ja, ist so, aber ich sehe jetzt tatsächlich gerade kein Baby, aber okay, die dürfen sich ruhig zurückziehen. Hier werden wir mal etwas machen jetzt gerade eben, weil die haben das meiste Futter schon weg, die sind ja mal ganz schnell dabei in dem Sinne, ne? Und zwar holen wir uns jetzt mal was, so. Wir holen uns mal was. So, das hatten wir ja gecheckt, ne? Da unten, das möchte ich noch checken. Und wir hatten noch eins, was ich unbedingt checken wollte. Ich weiß, müssen wir da? Ne, nicht unbedingt, ne? Nicht unbedingt, aber eins hatte ich noch vorhin, ne? Gucken, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Da steht immer noch unser brauner Kasten hier mit der Kokoserde. Ich weiß auch noch nicht, wo das mal hinführen sollte. Ich habe es vorhin umgerührt, ne? Vor einer Stunde ungefähr. Einfach mal so, um zu gucken, was passiert. Hat sich alles wieder gesetzt soweit. Wasser sieht okay aus, müsste ich aber auch Wasserwechsel machen. Gut, das mache ich dann in dem Zuge einfach mal mit. Den muss ich gleich mal sauber machen. Hör mal auf. Ich möchte euch so gerne noch etwas zeigen. Ach, ich möchte euch noch ganz viel zeigen. Hör mal auf, hier unsere Bloody Mary. Ist alles okay. Da hinten liegt das Futter. Kannst du sehen, ne? Das haben die sich da jetzt mit hingenommen. Also die haben auf jeden Fall bis morgen mehr als genug hier. Hier liegt auch ein Weidenholzstück drin, frisches, was mittlerweile auch schon austreibt. Man kann auch schon da diese Knospen erkennen. Ne? Dort werden Triebe herauswachsen. Aber das wird eine spannende Geschichte mit dem Weiden. Auf jeden Fall. Man muss ja nicht für ewig drin lassen. Aber wir gucken mal, wo die Geschichte hingeht. Wir lassen es erstmal wachsen und entscheiden dann irgendwann mal, wann wir es rausnehmen oder inwieweit wir da weiter vorgehen. Und oder aber, was man davon abwandeln kann. Ne? Erstmal reinschmeißen und mal gucken, was passiert. Ja, giftig ist das nicht, also da brauchen wir keine Angst haben. Das ist schon soweit okay. Ne? Und dann habe ich hier was Komisches, so ein Korkenzieher, eine Korkenzieherwurzel mit irgendwas da dran. Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich hier rausgeholt. Ich habe fast das Gefühl, dass das hier von dieser, wie heißen sie, Vallisneria, glaube ich, ne? Dass das davon Blütentrieb ist, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Weil ich hatte hier die Garnele rausgefangen und plötzlich hatte ich das Ding in der Hand und dachte, hä, was ist das denn? Warum ist die Wurzel denn so komisch gedreht? Und dann war da am Ende so ein grüner Knubbel dran. Ja, gut, habe ich auch das erste Mal jetzt so gesehen. Wie viele andere Sachen auch, ne? Man sieht ständig neue Sachen. Und auch das, dass das so gut läuft, ne? Coole Sache. So, also, es geht jetzt, na, nicht um den Stein. Der ist mittlerweile aus dem Wasser raus. Den hatte ich ja nochmal eingelegt gehabt, ein reines Wasser. Und da waren wieder die Werte so hoch gewesen. Also ich belasse es erstmal. Ich mache da erstmal nichts mit. Das Ding ja, kann mir als Beschwerer dienen oder was auch immer. Aber ansonsten mache ich da nichts mit. So. Ach, hier wollte ich, oder? Wollte ich hier gecheckt haben? Nee, hier noch nicht. Das ist ja noch frisch. Aber wir haben ja hier auch, wo lege ich dich denn jetzt wieder hin? Da drauf. Wir haben ja hier Holz reingelegt, um Aufwuchs zu erzeugen. Kannst du das sehen hier, ne? Da. Das, da entwickelt sich so ein Film, so ein weißer Schlabberfilm und das ist Biofilm. Und das ist das, was die Garnelen sehr gerne fressen. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Stück hier und werden das mal ins Aquarium schmeißen. Das kann man jetzt so gar nicht mehr erkennen, ne? Nicht so wirklich. Hör mal auf, das schmeißen wir einfach mal ins Aquarium. Und zwar bei unseren Verfressenen. Aber den, obwohl, da können wir es eigentlich auch machen. Ja gut, okay. Ich meine, ich habe es dafür extra reingelegt, um den Biofilm zu erzeugen, damit ich die Garnelen damit füttern kann. Und da wollen wir jetzt auch gleich mal gucken, inwieweit die dann da dran gehen. Ich lege es einfach hier oben auf und dann gucken wir gleich nochmal nach, wie das dann aussieht. Ob die da jetzt wirklich drauf abfahren. Ich gehe schon davon aus, sonst würde ich es ja gar nicht zeigen wollen. Ne? Ja, okay. Dann nehme ich mir erstmal das nächste Becken zum Checken. Ich hatte noch irgendwas, was ich euch zeigen möchte. Aber kommen wir gleich zu. Bin ich gerade voll irritiert. Hatte ich das Becken schon gemessen? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt gemacht. Lol. Also, da ist alles okay. Alles easy, alles cool. Ja. So, dann gucken wir mal kurz hier vorbei bei unserem Evergreen. Coole Sache, ne? Guck mal, da wachsen die beiden jetzt tatsächlich oben schon raus hier. Also auch das ist eine interessante Sache. Bin mal gespannt, wo die Thematik echt hinführt. Also es könnte, da kommt ein U-Boot. Guck mal. Ein U-Boot. Ja, okay. So, hier gehen sie jetzt gerade noch nicht dran. Also, ja, eine ist dran. Die sind dann doch jetzt mehr oder weniger noch mit dem Futter hier unten beschäftigt. Wir sind jetzt 8 Stunden später. Ich habe hier die Pumpe noch am Laufen, deswegen haben wir Nebengeräusche. Aber ich wollte nur kurz das mal just gefilmt haben. Hier sind jetzt Eiertanten eingewandert, insgesamt 3 an der Zahl, und zwar von unseren Ausselektierten. Die sind ja hier oben drin. Wasserwechsel habe ich heute Nacht gemacht, überall, also ich bin komplett einmal durch und fertig. Die kriegen jetzt auch ein kleines Becken, wo dann die Weibchen reinkommen. Das Becken habe ich schon mal hier. Heiß auswaschen, ganz wichtig, kennen wir schon, ne? Das setze ich gleich an. Das können wir auch gemeinsam machen nachher noch, aber ich bin, ja, wie soll ich sagen, es ist morgens früh und ich habe nur 2 Stunden geschlafen und bin schon einige Zeit wieder zugange hier, ja, damit wir hier langsam weiterkommen. Pass mal auf, hier war die ganze Nacht der Filter aus, weil irgendjemand hat den Stecker mal gezogen hier an der Wand und den nicht richtig reingedrückt wieder, ne? Und ja, irgendwie hat er sich gelockert und da war die ganze Nacht der Strom aus hier. Also jetzt hier, nur, ne? Also weil, ja, da ist da vorne. Ne? So, okay, die Lampe habe ich unten schon mal angebracht, da muss ich aber noch die Bambusstäbe reinschieben hier, damit die nicht direkt auf den Becken liegt. Ich habe das jetzt erstmal fertig in dem Sinne, meine Güte, ich sage dir, es gibt so viel zu tun. So, ich habe mich jetzt auch ein bisschen beruhigt, muss ich sagen, hier ist alles okay, überhaupt keine Probleme. Ich weiß nicht, woran das gestern lag, keine Ahnung, ob die einfach keinen Bock mehr hatten, dass es schon zu spät war oder wie auch immer. Die haben heute Morgen jetzt, also jetzt gerade eben, das Live bekommen hier. Und ja, sind fröhlich munter zugange. Babys habe ich vorhin auch schon gesehen wieder. Da ist eins, siehst du wohl, ne? Den geht's auch gut. Ja, okay. Dann haben wir das soweit erstmal durch. Achso, Nitrit habe ich gemessen und zwar bei dem neuen Becken hier. Ist nichts, alles okay. Da gibt es also auch keine Probleme. So, oh, ich muss noch ein paar Sachen durchmessen heute Morgen, damit ich mal so ein Roundup habe für mich. Aber ich werde euch nicht alles zeigen, weil das dauert einfach zu lange und das wird dann auch zu langweilig auf Dauer. So, das Holzstück ist abgelutscht mittlerweile hier. Da ist also nichts mehr dran.
und man sieht, die Garnelen schnabulieren alle durch die Gegend. Hier habe ich was rausgeholt, das zeige ich dir mal eben, wo das ist. Da werde ich auch noch was zurückschneiden, das brauchen wir dann auch noch. Mach mal auf, und zwar habe ich das jetzt hier schon mal reingelegt, den Süßwassertank, denn den finde ich so klasse, also der kommt auf jeden Fall hier ins Becken rein. Den Schwammfilter hatte ich schon mal rausgenommen, das hatte ich allerdings gestern oder vorgestern schon gemacht. Dann habe ich dort oben einen Schwamm rumfliegen, schwimmen. Ja, für den Fall, dass dann später ich den Hänger und Filter hier wegnehme, dass ich dann Filter nicht nochmal extra einfahren muss oder wie auch immer. Aber das ist nur just for fun nebenbei im Prinzip. Das hatte ich schon mal gemacht und von daher klappt das soweit ganz gut. Ja, okay. Das nur ganz kurz am Rande. Ich gehe jetzt erstmal ordentlich was frühstücken, denn ich habe Mordshunger. Und dann machen wir gleich gemeinsam weiter hier. Ja, okay. Also es werden immer mehr Boxen. Platz wird langsam eng, aber okay, so habe ich einen besseren Überblick und kann auch in die Kisten reingucken, was da Tatsache gegeben ist. Dann ist dann doch ein bisschen einfacher, als wenn man immer nur ins Dunkle guckt. So, okay, das nur nebenbei, da muss ich gleich noch Licht anmachen, soweit bin ich noch nicht. Aber ich habe einiges geschafft heute Nacht. Zwischendurch nehmen wir mal die Entwicklung von unserem Philodendron mit. Dem Malay Gold, das sieht gut aus, alles okay, ja, also in keinster Weise gelitten, wird regelmäßig gegossen jetzt und dann ist gut, so Geschichte kennen wir. Wir werfen ein kurzes Blick hier in unser filterloses Aquarium, in Anführungsstrichen filterlos, denn klar, Boden, Grund und Wand hinten dienen schon mehr oder weniger auch als Filter in dem Sinne, aber eben keine mechanische Filterung. So, der Philodendron Mikans macht sich prächtig nach wie vor, sieht klasse aus. Der hat ja schon mächtig Wurzeln ausgebildet hier hinten, der hängt ja schon länger drin. Der noch nicht, der muss erst noch Gas geben, das dauert noch ein bisschen, aber ist soweit okay. Wie du siehst, ich habe die Schwimmpflanzen größtenteils entfernt, aus einem ganz einfachen Grund, weil auch hier kein Licht mehr nach unten hinkam und das war dann doch nicht mehr so der Burner. Ja, das Micranthemum Tweedii Monte Carlo. Also es wächst prächtig nach wie vor, muss ich sagen. Also hier ist komplett alles schon zugewachsen. Es ist nur noch diese kleine Ecke hier vorne und dann ist alles dicht. Also schon krass, wie die Pflanze sich hier entwickelt. Das ist also echt hammermäßig. Gedüngt habe ich jetzt auch. Genauso wie die anderen Becken auch. Allerdings habe ich hier ein bisschen mehr tatsächlich gedüngt, weil die immersen Pflanzen natürlich einiges rausziehen hier. Und die sollen mal wieder ein bisschen grüner werden und von daher gehe ich hier dazu über, mehr zu düngen. Allerdings werde ich auch hier die Werte ab und zu mal checken, wie die aussehen. Eichenholzklotz ist nach wie vor hier dran, drin in dem Sinn. Da werden wir gleich mal den pH-Wert messen. Auch hier war gestern Wasserwechsel angesagt und von daher bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Denn hier lagen wir immer über pH 7. Vor kurzem haben wir mal gemessen, da lagen wir kurz unter 7, also bei 6,8 ungefähr, 6,9 um den Dreh. Und ich bin mal gespannt, wie das dann heute aussieht hier. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Aber als allererstes würde ich sagen, machen wir was? Ja, genau. Wir werden jetzt erstmal das Becken im Schnellstart fertig machen. Da hinten. Ich habe schon mal aufgebaut, damit wir da gleich vorwärts kommen. Wir starten das Projekt heute gemeinsam. Ich habe jetzt eine Box. Heiß ausgewaschen, ne? Und ganz bisschen Soil rein, ganz bisschen, ne? Nicht viel, ganz bisschen nur, ist vollkommen ausreichend. So, das haben wir schon mal, dann brauchen wir jetzt Wasser. Ich habe das schon so ein bisschen vorbereitet hier, dass das flotter geht. So, das lasse ich jetzt hier reinlaufen, tatsächlich auch langsam, damit ich mir hier nicht alles aufwirbel, ne? Und das lassen wir jetzt mal reinlaufen. Ich habe gestern Wasserwechsel gemacht, also die letzte Nacht in dem Sinne. Und von daher brauche ich hier jetzt auch kein Frischwasser dazuführen, sondern wir nehmen komplett das Wasser hier aus dem Becken raus. Aber nicht nur, denn es gehört noch etwas dazu aus dem Becken. Nun gut, abgesehen vom Moos, klar, kommt auch ein bisschen mit rein. Aber noch etwas, und du weißt sicherlich, was das ist. Ne? Ja, okay, das mache ich dann jetzt auch mal. Und schon kann es weitergehen. Ja, man muss sich immer so Gedanken machen, wie macht man welche Einstellung und so. Ne? Pass mal auf, ich schiebe das mal so ein bisschen an die Seite hier. So, das auch hier. So, das ist übrigens von dem Shrimp Puddle. Wer den kennt, den Nils. Ne? Das hatte ich allerdings gewonnen bei der Marina von Aquarina. So, also, jetzt holen wir das raus, wo du schon wusstest, was das ist. Ne? Ganz genau. Mal nach da. Komm, du bleibst bitte hier, du kommst nicht mit. Komm, geh mal bitte. Komm, geh.
Also ist aber auch du. Komm, geh mal bitte. So, danke schön. So, dann nehmen wir das ganze Gedöns hier. Ich halte mal just die Hand drüber und einmal zurück. Damit du auch siehst, wo das Ganze hinkommt. Du weißt es zwar, ich muss trotzdem zeigen, ne? So, genau, da kommt das jetzt nämlich mit rein. Und das ist vollkommen ausreichend hier von der Menge her. Ja, so eine halbe Schippe könnte man sagen, ein halbes Netzchen oder ein Drittel Netzchen oder was auch immer. So, okay, das ist gut soweit. Dann haben wir das Ganze auch mit dem Bodengrund angeimpft, dass hier also auch Leben reinkommt, also Mikroorganismen, Bakterien und so weiter und so fort. Denn der Bodengrund, der fungiert in dem Sinne, könnte man sagen, tatsächlich, hier auch als Filter, ja, weil dort sammeln sich die Bakterien, die dafür zuständig sind. Gut, jetzt habe ich hier ein bisschen aufgewirbelt, ist aber nicht so schlimm, das legt sich gleich wieder, es geht immer ratzfatz. Dann könnte ich eigentlich in dem Zuge schon mal ein bisschen Moos rausnehmen. Moment, dafür brauche ich just die Pinzette. Ich kann zwar mit der Hand reingreifen, aber. Hör mal auf. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Am besten von oben so ein Stück. Ich muss da eben ein bisschen wurscheln hier drin, weil es könnte sein, dass hier noch Babys drin sind. Wobei, wenn denn, dann kommen die halt auch schon mal mit rein. Ist auch nicht so schlimm. So, dann ziehe ich den kleinen Radatsch. Können wir das auch sehen? Nach oben? Ja, kann man, ne? So, okay. Und dann, ja, jetzt muss ich mit der Hand davor. I'm so sorry. Und dann zupfen wir uns hier einfach mal so ein Stück von oben ab. So, und rein damit. Noch ein kleines Stück, komm. Noch ein kleines Stückchen. So, eigentlich könnte ich das auch mal ganz rausnehmen und mal kontrollieren und auch reduzieren, weil das ist so heftig gewachsen hier drin. Also unter der Lampe, klasse Sache, muss ich sagen. So, okay, dann haben wir das schon mal mitgenommen. Können wir hier ein bisschen rumwurschteln? Ne, warte mal, nicht rumwurschteln. Aber jetzt bin ich aber neugierig, du. Wenn man erstmal dran ist, ne, dann möchte man ja auch mal gucken, was da so Sache ist. Aber da werden wir sowieso nicht viel sehen. Ich gehe auch fast davon aus, dass die Babys, die hier drin waren, nicht wirklich hochkommen. Aber ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen, weil das Moos ist so dicht bewachsen. Also eigentlich haben die da echt mehr als notwendig Platz, um ja, sich verstecken zu können. Ne? Auch wenn das jetzt ein bisschen aufgewirbelt ist. Ja, okay. Gucken wir gleich nochmal, wenn es dann wieder klar ist. Nebenbei können wir mal kurz hier einen kleinen Blick reinwerfen bei unseren White Pearl, bei den Neocaridina, die wir jetzt gerade gesehen haben. Übrigens, das sind Caridina, eigene Nachzuchten für neue, ja, ich möchte nicht sagen neue, na, wie soll man sagen, mal gucken, was dabei rumkommt, wissen wir noch alle nicht, ne, sehen wir dann. Aber ich wollte das mal kurz gezeigt haben, das Moos hier, das Christmas Moos, wenn man das in Ruhe wachsen lässt, ohne dann rumzuzuppeln oder zu drehen oder so, dann macht das schöne Tannenwedelchen oder Tannenbäumchen, deswegen auch Christmas Moos. Ja, und wenn man eben dran rumzuppelt immer, dann sieht das nicht so aus. Ne? Das ist halt so dann, aber jetzt so, wenn man es frei wachsen lässt, tolle Sache. Nächster Schritt. Klarer Fall, wieder neues Wasser rein. Logischerweise hier wieder Osmosewasser aufmineralisiert mit dem GH+. Und jetzt warte ich erstmal, dass ich eine Eiertante sehe, weil ich meine, eine wäre noch drin. Aber ich würde sagen, Moment, wo ist mein Kescher? Da. Ich glaube, ich habe sie schon. Warte mal. Pass mal auf. Das müsste eine Eiertante sein hier. Jawohl. Guck mal, und schon haben wir sie. So einfach geht das, ne? Einfach mal nach vorne locken, Interesse wecken und schon haben wir sie im Kescher. So einfach geht das. Ja, okay, die setze ich jetzt einmal rüber. Das mache ich aber just alleine. Steht ja noch der Behälter hier. Und dann beobachte ich das Ganze nochmal. Vielleicht finden wir noch eine Eiertante. Da ist sie. Und dann setzen wir sie jetzt mal rein hier. So, Schätzelein, kommst du von alleine raus? Ist sie jetzt raus? Ich habe jetzt keine hingeguckt gerade. Ja, sie ist raus. Also, okay, dann ist sie jetzt hier im neuen Behälter drin und kann halt hier ihre Babys dann entlassen. Und da kommt Nummer 2 angedackelt. Tada! So, mal gucken, ob ich die jetzt dann direkt auch rausgefangen kriege. Wäre ja ganz schön. Und dann kann ich nochmal kontrollieren, ob es wirklich Eier trägt, das Weibchen, oder nicht? Oh, sorry. Jetzt habe ich da einfach was auf den Kopf geschmissen. Hast du das gesehen? Oh, die spürt schon was. Die merkt was. Die weiß, irgendwas ist nicht ganz korrekt. Na, die springt dann gleich, siehst du wohl.
Ja, die hüpft durch die Gegend. So, jetzt muss ich aber nochmal kontrollieren, ob sie denn wirklich Eier hat. Das kann ich am besten sehen, wenn sie sich einmal drehen würde. Ja, die hat Eier. Ja, ja, ich weiß, ob man das erkennen kann. Das ist dunkel unterm Bauch. Ich gucke mal eben ins Display. Ja, so richtig erkennen kann man so nicht mit der Kamera, ne? Aber okay, doch, ja, sie hat Eier. Okay, dann kommt die also jetzt auch in ihr neues Zuhause. Siehst du wohl, kriegen wir noch ein bisschen näher dran. Ich versuche mal. Ups, das war zu weit, siehst du wohl. Ne? Ja, zu weit, so. Ja, okay, also haben wir tatsächlich schon mal zwei Eiertannen. Das sind ausselektierte aus unserem Mixbecken. Man kann es so ein bisschen erkennen. Hier haben wir eine, die hat so ein helleres Rot. Da ist mehr Super Crystal Red mit drin. Ne? Und die ich jetzt im Kescher habe, da ist mehr Galaxy Pinto Red drin. Das sieht man auch tatsächlich noch an dem Streifen, den sie hat. Also sind im Prinzip dann nochmal so, die eine hat davon mehr Gene und die andere halt davon mehr Gene. Und dementsprechend, ja, wollen wir mal gucken, was bei rumkommt. Ne? So, dann hole ich die jetzt mal raus hier. Jetzt haben wir zwei Weibchen, die tatsächlich genau gleich aussehen. Also beide mit Rückenstrich. Die eine schwimmt jetzt hier vorne irgendwo. Da, ne? Also beide mit Rückenstrich. Ja, mal gucken. Wie gesagt, das ist noch ganz am Anfang das Ganze hier. Das sind jetzt halt die aus den Kreuzungen entstanden sind, mehr oder weniger. Die wir separiert haben und dementsprechend dann, ja, gucken, was bei rumkommt jetzt. Ne? Wie gesagt, die eine haben mehr Gene von dem Galaxy Pinto Red und die anderen haben mehr Gene von dem Super Crystal Red. Und wenn die sich untereinander kreuzen, könnte interessant werden. Was auch ganz schön ist, dass da auch ein Tier auf jeden Fall bei ist, das schon noch einen dunkleren Rot-Touch hat. Ich glaube, die ist jetzt auch gerade hier vorne. Ja, direkt dort vorne. Da, siehst du wohl, ne? Das geht schon so ein bisschen ins Schwarz tatsächlich auch. Oh, das wird eine bunte, schöne rote Geschichte hier. Ich glaube, dann kann ich die Pflanze mal wieder hier hinhängen. Würde ich sagen. So, genau. Und das ist jetzt ein Schnellstart gewesen. Ne? Also gar nicht so schwierig. Wichtig ist halt nur, dass man das Wasser aus dem Aquarium rausholt. Ein bisschen Bodengrund von dem Aquarium mit reinpackt. Wenn man hat Pflanzenteile, was auch immer. Und ganz wichtig ist, in der Verfahrensweise steht ein Wasserwechsel bevor. Dann Hälfte, Hälfte. Ne? Also Hälfte Altwasser, Hälfte Frischwasser aufmineralisiert. Und wenn das jetzt der Fall ist, so wie es jetzt ist, was gestern mit Wasserwechsel gemacht, dann kann ich komplett das Wasser rausholen und dafür benutzen. Ne? Und dann fülle ich hier einfach Frischwasser wieder nach. Und dann ist soweit gut. Also total einfach im Prinzip. Die Thematik jetzt nur bei diesen kleinen Becken ist so, da kommt also kein Nachwuchs hoch. Ne? Das funktioniert nicht. Bis dato zumindest nicht. Woran es genau liegt, ja, ich vermute einfach mal, dass die einfach die Babys wegschnabulieren. Ist so. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, okay, vielleicht sind die Becken einfach zu klein und die Parameter da drin passen nicht so ganz genau, dass die Babys hochkommen können, dass sie vielleicht sterben in dem Sinne. Aber das kann nicht sein, weil wir überführen ja die Babys im Prinzip in solche Boxen auch. Ne? Die kommen jetzt hier rein, die Weibchen, kriegen ihre Babys. Weibchen kommen raus und die Babys bleiben eine Zeit lang hier drin. Und das funktioniert. Und wir haben ja auch in der Säule in der einen, wo wir die Red Fancy Tiger drin haben, die Babys. Die wachsen da drin bis zu einer bestimmten Größe, bis sie groß genug sind. Und dann kommen sie halt ins Quartier der Größeren wieder mit zurück. Und das funktioniert. Also die wachsen da schon. Auch ohne Filterung tatsächlich, auch in kleinen Behältnissen. Wachsen dann nicht ganz so schnell, das ist logisch. Ne? Aber interessant zu sehen, dass es so mit den Elterntieren nicht funktioniert. Also das, hier ist jetzt mal eins hochgekommen, das ein bisschen größer geworden ist mittlerweile auch schon. Ich habe vorhin auch schon ein Baby, jetzt sehe ich auch gerade, nee, doch nicht, das ist ein Stein. Ein Baby habe ich gestern gesehen hier drin, klitzekleines, vielleicht schafft es das dann auch hochzukommen. Ist mal das ein oder andere Tier schafft das dann, aber die ganzen eben in dem Sinne nicht, weil die Großen dann doch hinterher sind und die rennen halt in so einem kleinen Becken kontinuierlich überall rum. Gut, in größeren Becken auch, ne? Aber wahrscheinlich haben die Babys dann doch mehr Versteckmöglichkeiten. Vielleicht liegt es aber auch am Bodengrund, dass der vielleicht nochmal höher sein sollte, dass die Babys da vielleicht reinkrabbeln können. Aber das ist so eine Geschichte. Da muss man Langzeiterfahrungen sammeln. Und so lange machen wir das noch nicht in der Thematik. Aber insgesamt funktioniert es. Und das ist natürlich richtig klasse. Schnellstart, total easy, total einfach. Pflege, genauso wie die großen Becken. Wöchentlich einmal Wasserwechsel. Ein Drittel bis zur Hälfte ungefähr.
Und dann funktioniert das. Ne? Ohne Sauerstoffstein, also ohne Sprudelstein, ohne Filter, ohne alles. Es funktioniert. Und das ist eine total klasse Sache. Und das sogar bei den Karidina. Und das machen wir schon lange Zeit. Und von daher, ja, ist das in der Thematik auf jeden Fall interessant. Insbesondere dann, wenn man jetzt nur ein paar Tiere hat, wo man Nachzuchten von haben möchte, wie wir das jetzt hier haben bei den Roten. Ne? Da möchte ich jetzt unbedingt die Babys gewinnen, in dem Sinn, um zu gucken, wie die nächsten Populationen sich farbtechnisch zeigen können. Oder wir dann anders kreuzen, in dem Sinne. Von daher ist es da schon cool, das auch in kleinen Verhältnissen machen zu können, ohne dafür ein großes Becken haben zu müssen für 3, 4, 5, 10 Tiere in dem Sinne. Und von daher ist es in der Thematik auf jeden Fall klasse. Aber auch hier muss man sich reinfuchsen so ein bisschen. Aber im Prinzip, wie gesagt, ist es so wie im großen Becken. Genau die gleiche Pflege. Ne? Es wird gefüttert, genau wie in den großen Becken, natürlich angepasst an die Menge der Tiere, logischerweise. Ne? Und dementsprechend Wasserwechsel und das war es dann. Ne? Pflanzen mit rein, ganz wichtig. Damit überschüssige ja, Stickstoffverbindungen auch rausgeholt werden von den Pflanzen. Aber bis dato muss ich sagen, hat es also da noch keine Probleme gegeben. Von daher, total easy Sache, wenn ich so rumgucke. Die Becken laufen, alle, einwandfrei. Also richtig klasse, total genial. So, man muss sich einfach nur mal rantrauen und dann funzt er schon. Ne? So, ich könnte jetzt noch ein paar andere Sachen zeigen, aber ich muss jetzt noch ein paar Sachen unten machen, im Pflanzenbereich. Nachher filmen, aber erst gehe ich mal baden. Und ich glaube, als nächstes machen wir tatsächlich ein bisschen weiter in der Gestaltung von unserem neuen Becken, das jetzt momentan noch in der Einlaufphase sich befindet, dass ich da langsam so einen Schritt weiter komme, weil da muss der Aufbau ja so rein, dass er also uns das nicht aufhärtet, das Wasser. Und da gibt es halt nicht viele Möglichkeiten. Gut, ich habe eine Steinsorte, ich hoffe, die Steine reichen noch dafür, dass ich so ein bisschen was wenigstens gestalterisch drin machen kann. Muss jetzt nicht das Aquascaping sein, auf keinen Fall. Aber so ein bisschen was wenigstens. Ne? Ja, holztechnisch muss ich mal gucken, aber da bin ich jetzt momentan gar nicht so. Man hat ja auch so Phasen. Ne? Man möchte mal möchte man einfach mehr Pflanzen drin haben, mal möchte man einfach mehr Aufbau drin haben, an Stein, an verschiedenen Höhen. Mal möchte man auch viel Holz drin haben, mal möchte man viel Laub drin haben, mal auch wieder nicht. Das ändert sich so ein bisschen, ne? Fortlaufend, weil man hat ja auch, ich sag mal, sich irgendwann etwas satt gesehen und dann verändert man wieder etwas. Ne? Und das ist ja auch nicht schlimm, das geht und ist auch ganz einfach und von daher ganz tolle Sache, was es überhaupt für Möglichkeiten so gibt. Ne? Okay, aber da muss ich mir noch Kopf drum machen. Auf jeden Fall möchte ich diesen Steinaufbau schon mal fertig haben. Pflanzentechnisch sehen wir dann. Zum einen das, was wir hier schon haben, werde ich mit einbringen zum Teil. Ob ich noch was Neues besorge, weiß ich noch nicht, weil mir jetzt so viel Neues mittlerweile auch in Pflanzen schon, dass wir vielleicht erstmal ein bisschen runterfahren und einfach abwarten. Wobei es gibt eins, was ich haben will. Ja, will ich wirklich haben. Und zwar der Liquid Nature hat jetzt eine Pflanzenvorstellung gemacht von einem Moos. Und zwar das Fissidens Vietnam. Wir haben ja auch Fissidens von Thanus. Das haben wir, kannst du jetzt nicht sehen, in unserem Super Crystal Red Santa Becken. Das muss ich übrigens bald rausholen und mal vermehren auch tatsächlich. Denn das haben wir schon 2 Jahre. Und wächst sehr langsam, aber dieses Vietnam, das wächst noch langsamer. Und das wäre eine Herausforderung für mich tatsächlich, um mal zu gucken, wie wir das so zugange kriegen hier. Ne? Wäre eine tolle Sache. So, warum halte ich die Schüssel jetzt hier in der Hand, den Untersetzer? Hier sind Philodendron. Den genauen Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Es sind aber Red, also rötliche Farbe, ne? Rötlichen Stiel, leicht rötliche Blätter, grünrötlich. Da möchte ich jetzt doch mal auch diese im Aquarium bzw. auf über dem Wasser dann auch mal halten, mal zu gucken, wie diese Philodendron sich entwickeln. Denn wir haben ja bis jetzt schon eine ganz tolle Entwicklung bei unseren Philodendron in den Aquarien. Ne? Einmal den Scandens Brasil und einmal den Mikans. Beide wachsen wunderbar, muss ich sagen. Also richtig klasse, da bin ich hellauf begeistert von. Und manche Philodendron-Arten wachsen langsamer, manche wachsen schneller. Muss man auch ein bisschen gucken, was irgendwo reinpasst. Insgesamt Konzept in dem Sinne. Ne? Aber hier probieren wir es einfach aus, ne? Wie die Pflanzen sich entwickeln mit dem Aquariumwasser. Bis jetzt haben wir sie einmal im ja gut, neutralen, das Becken fahren wir jetzt noch, den pH-Wert runter momentan. Ich zeige dann jetzt auch, wie der pH-Wert aussieht, weil ich will jetzt nicht nochmal hinrennen und extra filmen, sondern jetzt zeige ich dir mal eben, wie in dem ja, erst mehr oder weniger filterlosen Becken an der Wand der pH-Wert jetzt aussieht.
Und das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, auch mit dem Eichenholz. Ne? Also richtig klasse. Da bin ich so hellauf begeistert von. So, und einmal haben wir den Philodendron im Weichwasser. Und zwar in der Säule, wo wir die Super Crystal Red drin haben, die Caridina. Und ich muss sagen, das Becken läuft sehr gut. Es ist klein, es ist fein und es funktioniert. Ne? Auch mit dem Philodendron tatsächlich bis jetzt. Aber auch da müssen wir die Werte kontinuierlich immer wieder mal checken, wie das aussieht. Wir wissen ja auch schon, Philodendron können den pH-Wert runterbringen. Ne? Ist aber nicht tragisch, weil wir können dagegen reagieren. Womit? Ganz genau, mit Calciumcarbonat. Also wenn du ein Problem hast, zum Beispiel mit einem Becken, wo ständig der pH-Wert abballert, dann füg einfach mal ein bisschen, wohlgemerkt ein bisschen erstmal und beobachte das 3-4 Tage, Calciumcarbonat dazu. Du wirst sehen, der pH-Wert lässt sich langsam wieder erhöhen, aber tu nicht zu viel da rein. Ansonsten kannst du Pech haben, dass der pH-Wert viel zu hoch steigt, was du vielleicht gar nicht haben möchtest. Aber Nuancen, kleine Prisen können da tatsächlich helfen, ohne dass du Angst haben musst, dass der pH-Wert im Keller abschmiert. Das ist natürlich abhängig von dem, was man für Wasser hat. Von daher auf jeden Fall gut, dass man sich da ganz einfach helfen kann. So, das Vorbereiten machen wir auch gemeinsam. Denn hier gibt es auch so ein paar Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Denn sie kommen ja jetzt aus der Kultur, ja ich sag mal Zimmerpflanzenkultur, bei uns mit mineralischem Substrat, gedüngt mit mineralischen Düngern. Und da müssen wir die Inhaltsstoffe erstmal ein bisschen rausholen aus der Pflanze. Ne? Und das ist eigentlich ganz einfach. Aber das nehmen wir auch gemeinsam dieses Mal dann tatsächlich mit. Und das machen wir auch im nächsten Film, in dem Zuge mit dem Aquarium, dass wir dann jetzt einen kleinen Schritt weiter voranbringen. Und ich hoffe, dass ich den Filter jetzt bald kriege, dass ich den mitlaufen lassen kann. Denn der Hänger und Filter kommt da weg. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Nicht zu wuchtig oder so, aber das passt alles nicht vom System her. Für mich jetzt. Klarer Fall. Ne? So, okay, yippie, wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder, auch hier im Reich der Aquaristik, weil es mega viel Spaß macht und wir doch auf, guten Weg sind. Ne? Es funktioniert und von daher, ja, es ist einfach klasse. So, okay, yippie, dann darf ich jetzt erstmal in die Wanne steigen und Gustav kriegt noch ein bisschen was zu füttern. Futtern jetzt heute Morgen hier. Ja, der kriegt gleich was. Die anderen haben alle schon, außer das Regal jetzt, wo Gustav drin ist hier. Ne? Also der hockt nicht im Regal, der hockt ja im Aquarium. Aber da habe ich übrigens gestern auch die Scheibe sauber gemacht. Ja, okay, meine Güte. Oh, das ist schon eine tolle Sache, wie das einfach alles funktioniert, ey. Man muss den Weg nur kennen und dann läuft das schon. Easy.